Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich heiße Felix und heute soll es um die fünfte Folge meiner Node-Projekt-Einnahmenreihe gehen. Ich wollte euch wieder ein kleines Update geben, wie das Ganze ausschaut. Heute mal pünktlich zum Montag, dass wir das auch zum ersten Mal schaffen und dass das Video nicht erst am Dienstag hochkommt. Und zwar, wie ihr schon seht, es hat sich nicht viel getan in dieser einen Woche. Ein Projekt hat sich jetzt letztendlich als Rugpull herausgestellt, und zwar waren das die Magier-Nodes. Sehr ärgerlich tatsächlich, nachdem man zwischenzeitlich nochmal gedacht hat, sie kommen doch nochmal zurück. Aber gut, mit sowas muss man rechnen. Ich bin jetzt letztendlich hier mit einem Minus von, ja, ungefähr, was wären es gewesen sein, etwas über 900 Euro rausgegangen. Meine anderen Projekte, wie ihr hier seht, jetzt in Spalte 5 bis zum 28.03. aktuell habe ich überall reinvestiert, vor allem Crownodes. Also Crownodes ist wirklich mein Steckenpferd in diesem ganzen Ding. Hier werde ich compounden bis zum geht nicht mehr, bis ich meine 100 Nodes voll habe in diesem ganzen Game und mir dann immer was auszahlen. Das ist wirklich das Projekt, das langfristig hier am allermeisten Potenzial hat. Die anderen, bei Starnodes habe ich ja letzte Woche drüber geredet, da hat es erst so ausgeschaut, als wird sich das Ganze recovern. Ich glaube auch, dass da, also mittlerweile ist wieder ein Dev-Team da. Es gibt Leute, die sich um dieses Projekt kümmern, deswegen würde ich das Projekt noch nicht ganz abschreiben. Hier bin ich nicht ganz so drastisch im Minus. Wie ihr hier seht, habe ich mir zumindest in etwa die Hälfte meines investierten Kapitals ausgezahlt. Hier bin ich jetzt aktuell ebenfalls am Farmen an den Star-Token. Die haben die Rewards aktuell sehr zurückgeschraubt. Deswegen mal gucken, wie es hier weitergeht. Die anderen beiden, Wind Finance, Army Node Finance, hat sich nicht viel getan. Tatsächlich beide sehr rückläufig, wollen jetzt ein V2-Contract beide bilden, um quasi das Projekt wieder anzukurbeln und quasi die Leute, die früh eingestiegen sind und NFTs hatten, zu belohnen, um quasi im neuen V2-Contract dann diese NFTs einzubauen und dass man dann davon profitiert, zu ganz anderen Bedingungen eben, die nachhaltiger sind. Wie sich das Ganze entwickelt, ihr werdet es in Zukunft mitbekommen. Wie gesagt, jeden Montag wird es hier das Update von meiner Seite geben. Was ebenfalls sehr gut gelaufen ist, ist Vaporfy. Habe ich diese Woche wieder etwas ausgezahlt, auch sehr langfristig ausgelegt. Die haben ebenfalls die Rewards gekürzt, aber Rewards-Kürzungen sind im ersten Moment natürlich immer blöd für den Investor. Aber für die Nachhaltigkeit des Projekts, vor allem dann in den späteren Phasen, ist es einfach notwendig, weil der Return on Invest von über, ich sage mal, 1% kann man vermutlich halten als Projekt. Alles, was drüber ist, also ja, 2% vermutlich auch noch, aber wirklich alles, was drüber ist, ist einfach nicht nachhaltig. Also wo soll die ganzen Gelder herkommen, wenn keine neuen Investoren kommen? Das muss einfach auch immer bedacht werden, wenn man in solche Projekte investiert. Aber hier sehe ich auch langfristig eine gute Zukunft. Ampernodes ist auch so ein schwankendes Projekt hier. Man weiß nicht genau, wie es hier weitergeht. Ja, ist erstmal auf Eis gelegt jetzt von den Devs im Discord. Es kommt auch aktuell nichts. Ich lasse mich überraschen, wenn das Geld weg ist, ist es weg. Damit muss man eben rechnen, wenn man in solche Projekte investiert. Ich sage es immer wieder, wenn ihr dieses Geld in solche Projekte investiert, dann darf euch das einfach nicht wehtun. Das muss Geld sein, das ihr nicht zum Leben braucht, das ihr nur investiert. Und ja, wenn es weg ist, dann ist es weg. Ganz einfache Geschichte. Um dann unten in die Spalte einzusteigen, wie gesagt, habe ich diese Woche 2066 gemacht, also US-Dollar. Davon wären 8 bzw. rund 9 Dollar steuerfällig. Heißt, ich hätte in dieser Woche mit den Node-Projekten rund 12 Dollar verdient. Ist nicht die Welt, aber besser als gar nichts, würde ich mal sagen. Das soll es auch eigentlich schon wieder von diesem Update gewesen sein. Wir sehen uns wie gewohnt zum nächsten Montags-Update wieder in Woche 6. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ihr findet natürlich den Link zu allen Projekten unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, gerne damit in die Kommentare. Ich würde mich natürlich auch über einen Daumen hoch freuen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder.